Willkommen bei den Nachrichten um 2 Uhr. Die Biene tanzt immer noch in ihrem Zimmer. Aus purer Langeweile begann die Biene ein wenig zu tanzen. Zunächst war es ihr peinlich und sie tanzte nur ganz zurückhaltend. Später aber verflogen die Hemmungen und sie tanzte sich in einen regelrechten Wahn. Nachbarn beschwerten sich über die vielen lauten schweren Atemgeräusche. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich bin ja so aufgeregt. Ich glaube nicht, dass diese Information wichtig genug für die Nachrichten ist. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Shoyuki und das waren die Nachrichten um 2 Uhr. Das Neueste aus dem Irrenhaus. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Tomodachi Live. What a time to be alive, oder? First things first. Die Monados. Oh, vor allen Dingen du, Trump, ne? Schmeiß mal bloß rein hier. Ja, bald haben wir auch das US-Kanzlerduell hier im Irrenhaus. Da freue ich mich schon drauf. Das wird fantastisch. Gut, wir haben auch jemand Reisenden da, ne? Hab ich noch nicht weggelassen. Ich muss mal gucken, was zunächst wegrennt. Machen wir kurz einen Herzencheck. Herzen haben auch Prio. Aber keine Loffes in die Air. Ist ja auch viel zu heiß, ne? Ist ja auch viel zu heiß. Keine neue Einrichtung gefunden. Aber dafür China-Kleid, Cowgirl-Outfit, Regenmantel. Alter, hat jemand Six? Ich kauf den, der kostet nur 19. Six von Little Nightmares. Vielen Dank. Ja, wie soll die aussehen, ne? Man sieht das Gesicht nie. Ja, war eine Idee. Fischgesicht! Ist ja auch herrlich. Alter, kannst Kirby machen? Wegen Kirby's Dream Land 2, dachte ich. Das sieht ja witzig aus. Aber wir wollen ja nicht witzig sein. Wir sind todernst, okay? Minestrone. Nicht Minestrone. Inzwischen weiß ich auch, was Minestrone ist. Italienische Tomatensuppe mit Pasta oder Reis und Gemüsen der Saison. Hä? Na gut, da gibt es viele verschiedene Varianten. Minestrone, eine viel zu gesunde Suppe. So würde ich es bezeichnen. Okay. Ja, was geht denn beim Frauentreff hier? Ich habe neulich seltsame Stimmen gehört, aus dem Apartment von Riso. Aus dem Apartment von Riso. Bestimmt ein Ansagevideo aufgenommen. Du meinst diesen Krach neulich, mitten in der Nacht? Ich glaube, das habe ich auch gehört. Wie kann ich nur Kläderer werden? Ja, solche Fragen zu stellen, ist halt schon mal, ne? Gut, dann gucken wir mal. Freifläche, wie geht's denn da weiter? An den Verwalter von Irrenhaus. Ich werde nie vergessen, wie nett du zu mir warst. Leider muss ich zu neuen Abenteuern aufbrechen. Von Isabel. Ich war nicht nett zu dir. Aber diese falschen Illusionen. Silbermünze gefunden. Hat sich sehr gelohnt. Stehst du jetzt am Hafen oder? Wir schauen. Mensch, Isabel. Weiter kommst du hier nicht. Hallo. Ja, hi, Tag. Du wolltest mit mir reden, habe ich gehört? Ich werde an meinen weiteren Zielen viel von dieser Insel berichten können. Na gut. Wenn sie das sagt. Wenn sie zufrieden ist mit dem, wie sie es hat. Wer ist denn am Grillen? Das ist Grillwetter, Leute. Heiß. Na, Randy Marsh hier mit Colonel Sanders, also dem KFC-Mann. Ja. Und ich sehe Unge. Ja. Entweder ist das alles hier Veggie oder Unge ist... Diesen Grill habe ich nach meinen eigenen Angaben für uns anfertigen lassen. Na, da anfertigen lassen, ist klar. Ich habe nicht unterbrochen. der Unge, also ich glaube, der ist wieder konventiert. Ich glaube, der Unge, ich habe nicht gepustet, ich habe nur laut geredet. Der Unge ist wieder am Fleisch essen oder alle am Veggie essen. Was glaubt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Neue Bewohner haben wir natürlich auch, wie immer. Wir beginnen mit einem weiteren QR-Code von Hinotora. Let's go.
Als wäre es ein Geheimnis, ne? Auf dem Thumbnail habe ich immer alles drauf. Ist meine... Das scheint lang genug zu sein, das Kabel. Das ist immer eine Wissenschaft hier. Und zwar ist die Rede von Poké. Aus Earthbound und Mother 3. Ja, in Smash Brawl im Samrom-Emissär gibt er mit seiner Statue einen Boss ab. Und das ist einer der krassesten Characters in der Mother-Serie. Er hat sich ja quasi, habe ich das richtig in Erinnerung, er hat sich Unsterblichkeit gewünscht und ist deswegen relativ unsterblich und langweilt sich des Todes, ne? Also Mother 3 spielt Jahrhunderte, Jahrtausende nach Earthbound, Ness und so schon lange tot, aber Porky, den gibt's ja immer noch und naja, der ist auch ein bisschen gealtert. Ja, manchmal heißt er Porky, also Pork wie ein Schweinchen, ne, so Schweinenase, und manchmal heißt er Poké. Macht beides Sinn. Aber ich habe schon immer Poké gesagt. Sprichst du das denn aus? Poké. Minch. Minch. Und da sagst du Poké? Poké. Nee. Man sagt kein Poké. Poké. Er hat Geburtstag. Am 3.6. steht hier. Und ich überprüfe das. Ich würde sagen, Poké hat Geburtstag an dem Tag, wo Earthbound zum ersten Mal erschienen ist. Und das war in Japan der 27. August 94. Hier steht 5.6. und das ist der amerikanische Release. Da würdet ihr sagen, Juni ist aber vor August, aber das war 1995. Ja, Nordamerika... 5. Juni 95, aber in Japan schon am 27. August 94. Da ist er geboren. Streng genommen, ne? Dann ist er auch erwachsen in unserer WG hier. Ich meine, ist er ein paar tausend Jahre alt. Also lass ihn ruhig erwachsen sein, auch wenn er sich immer noch verhält wie ein Kind. Ich bin Poké. Alle nennen mich nur Poké. Mein Geburtstag ist... Ja, ein bisschen dunkler machen die Stimme. Ich bin Poké. Ich bin Poké. Ich bin Poké. Alle nennen mich. Ich bin Poké. Ich bin... So, er handelt langsam. Er wurde ja in Earthbound, ist auch super witzig. Da ist dann mal Politiker und dann macht er dies, macht er das. Ja, Earthbound Let's Play war schon eine Sache. Spricht direkt, kühl, lebhaft, sorglos. Speziell... Okay. Ist eine Flirtgranate ein Gesicht, das nur die eigene Mutter lieben kann? Dann ist es jetzt wieder Zeit für Girl. Ich hoffe, der QR-Code funktioniert. Ich habe die Befürchtung... Nee, das ist ein... Ist das ein europäischer Code? Wir werden es rausfinden. Von Nami aus One Piece. Und zu meinen Anime-Sünden gehört ja auch, ne? Aha, die Einrichtung, ne? Die Kleidung ist absolut in Ordnung. Zu meinen Anime-Sünden gehört ja tatsächlich, dass ich One Piece verschmäht habe, aber jetzt auch nicht mehr vorhabe, 86 Staffeln nachzuschauen. Ja, ich weiß nur, so sah sie früher aus, mit den kurzen Haaren. In den neueren Staffeln hat sie längere Haare und der Brustumfang hat sich verfünffacht. Das ist auch allseits bekannt. Aber ich denke, dieses Design zielt auf die früheren Staffeln an. So, Nami. Also ich kenne mich nicht groß aus mit One Piece. Ich kenne mich nicht groß aus mit ihr. Aber da habt ihr auch mal was. OP ist halt blöd. Hat die keinen Nachname? Ich google das mal. Pirates oder so wäre eher. Nachname... One Piece Namis vollständiger Name 2012 hat keinen Nachnamen. Zumindest kennen wir ihn nicht. Es gibt einen Fake-Namen, die nennt sich Nami. Es gibt eine Fake-Nami, die sich... Ach so. Sie hat keine Fake-Identität. Ah, komm. Pirat. Nami Pirat. Geburtstag ist hier angegeben, der 12. September. So. Erste Mal
Aufgetaucht überhaupt ist sie beim ersten Manga-Band am 19. Juli 97. Ich kann ja auch nichts vom 12.09. finden, es sei denn, Moment. Okay, wenn man eingibt Nami One Piece Geburtstag, kriegt man die Information 3. Juli. Also sie hat auch sogar einen tatsächlichen Geburtstag. Nur das Jahr, das stellen wir auf 97, weil da der One Piece Manga startete und erst 98 der Anime. In Japan natürlich, nicht bei uns. Stimme? Ich bin Nami Pirat. Alle nennen mich nur Nami. Mein Geburtstag. Sagt man Nami oder Nami? Ich sag Nami und deswegen Nami. Nami. Das ist irgendwie so japanischer. Aber dazu muss ich hier ein H dazwischen packen. Nami. Nami. Was? Ist alles extrem. Handelt sehr langsam. Ist das so? Spricht sehr direkt. Ausdruck ist sehr kühl. Nein, die ist doch lebhaft. Also so wenig... Also... Mach mal so, ne? Aber die wirkt sehr lebhaft eigentlich sogar. Ist sie sorglos? Das kann ich nicht beurteilen. Aber die wirkt ja nicht kühl. Also die wirkt ja nicht wie ein... Ja, noch eine Flirtgranate. Die wirkt ja nicht so, wie die das hier suggerieren wollten. Nein. Aber korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Nein, die Nami ist so. Das ist mein Lieblingscharakter. Ich meine, orangene Haare. Ich meine, hat doch was. Dann gucken wir doch mal. Ich habe übrigens auch eine neue Einrichtung bekommen auf Screen, die ich unbedingt verteilen möchte. Ja, du hast nichts. Ah, guck mal, Poké hat was. Das ist ein Kino. Das ist okay. Das ist... Ich verstehe das mehr als eine Mother 3-Anspielung. Wie gesagt, da war er komplett allmächtig und hat auch ein eigenes Earthbound-Museum auf die Beine gestellt. Das war sehr witzig. Und auch in der Stadt, in seiner eigenen Stadt, dann quasi sich selbst zelebriert und das kann man mal machen. Sagen wir Poké, hallo. Tatsächlich einer der... Weiß ich nicht, Ich bin Poki, bin immer energiegeladen und zu allem bereit. Das hast du schön gesagt. Energiegeladen und zu allem bereit. Poki ist für meine Begriffe, er wirkte wirklich gefährlich auf gewisse Art und Weise, weil er so unberechenbar war. Und tatsächlich auch unendliche Macht erlangen hat, irgendwie. Naja. Aber mit dem Cheeseburger werden wir bestimmt Freunde. Na, sie leistet auch voll. Irgendwie hört mir nie jemand zu, wenn ich einen guten Witz erzähle. Dann erzähl doch mal einen. So, ich bin dann auch schon wieder weg. Und Nami hat keine Einrichtung. Ja, ein Piratenschiff als Einrichtung, lol. Ich bin Nami und wohl eher so der Kumpeltyp. Na, so würde ich dich einschätzen. Brathähnchen gefällig. Nichts ist unmöglich. Gar nichts. Toyota! Also, nee, es muss schon... Haben die vielleicht auch irgendwie so eine Taverne? Ich weiß es nicht. Warte, ich gehe mal auf Google. Oh, das ist übrigens meine neue Einrichtung. Zweimal gekauft. Ihr könnt euch schon denken, für wen. Nami One Piece Taverne. Auf Google Bilder. Nicht wirklich, oder? Verdammt. Aber kann man dir auch einen Strohhut geben? Manchmal den Strohhut auf. Ich hab doch gesagt, ich soll Ruffy nehmen, jetzt haben wir sie. Die ist nicht in einer Taverne oder so? Das sind mehr so Fanpictures die ganze Zeit. Irgendwas mit Wasser, irgendwas auf dem Meer. War das die Einrichtung, die Poké hat? Ja. Oder eher das. Ich weiß ja nicht, wo die immer reisen und so. Wenn, dann nehmen wir doch den Meeresboden. Oder? Das gebe ich einfach an euch weiter. Bevor ich jetzt hier eine Entscheidung treffe, das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Dann warte ich auf eure Antworten. Was würde zu Nami eher passen? Ein Meeresboden oder ein Lagerfeuer oder eine Taverne? Haben wir hier überhaupt eine?
gehe das nochmal durch. Mal ein bisschen hier so ein bisschen schief und schabbelig. Das ist ja alles Quatsch. Oh, doch, das Piraten. Jetzt, doch, jetzt habe ich. Ja, schon gut, Leute. Willkommen. Der passt ja wohl am besten. Vielen Dank. Danke, Karin Ritter. Hat sich erledigt, meine Damen und Herren. Danke für die neue Einrichtung. Das Zimmer sieht wirklich klasse aus. Ich habe die ganze Zeit gedacht an ein Piratenschiff an Deck. Vielleicht noch etwas. Aber wir haben ein Piratenschiff an, ja, unten. Sehr hübsch. Unter Deck. Ich werde pfleglich damit umgehen. Näher dran kommen wir nicht. Haben wir einen Spruch? Passt du für irgendeine Band? Das wäre auch eine Frage. Da wollen wir doch mal... Ja, schon. Doch, mehrere. Mehrere. Ich würde auf jeden Fall Pop sagen. Braucht sie für den Pop-Song. Schön, dass wir drüber geredet haben. So, ansonsten Eiseinrichtung, ne? Vor allen Dingen für die Eisprinzessin. Da stand, das wäre neu. So, seine Daumen. Wir machen nochmal einen Blick, ne? Der L ist da. Und Rezo träumt. Wir schauen in die Träume rein. Haben wir auch schon lange nicht mehr. Schön mal ein bisschen Zeit dafür zu farben. Das bleibt aber jetzt unter uns. Knossi und Rezo. Wenn du Cannoli und Lasagnen isst, wirst du unsichtbar. Klar, weiß doch jeder. Okay. Haha, alles nur erfunden. Cannelloni und Lasagne? Viel zu nah beieinander. Ich würde sagen, Cannelloni und Lasagne hat schon mal jemand auf der Welt bestimmt zusammen gegessen. Haben wir uns schon eine Woche nicht gesehen? Ebenbild von Let's Play Markus. Was ich lieber als normale Lasagne esse, ist Macaroni-Lasagne. Sieh dir bitte mal meinen Bauch genauer an. Da ist ja gar nichts drin. Da geht nichts Außergewöhnliches vor sich. Das ist irgendwie komisch übersetzt, oder? Da geht nichts Außergewöhnliches vor sich. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Eher zu sagen so, das ist aber ziemlich leer. Und dann einmal Chili con Carne. Weiß man von Rezo überhaupt? Ist er auch Vegetarier? Ich weiß es nicht. Solo-Bildersuche. Das sind einige Bohnen auf Toast. Wisper und Bohnen. Das ist Colonel Sanders. Cornflakes und Kernel. Das sind einige. Das ist ein Paar. Das ist. Das ist ein Paar. Das ist. Das ist ein Paar. Ja, aber jetzt haben wir schon fast wieder alles gelöst, was wir wissen. Das ist Walter Frosch. Das ist ein Lachsmüllerin. Das ist. Das ist ein Paar. Das ist ein Lachsmüllerin. Das ist ein Paar. Souverän, souverän. Standard, Freunde, was geht? Ein Springseil. Wenn ich Reisende sehe, die ihre Träume verfolgen, werde ich ganz aufgeregt. Ja, klar, klar. Machen wir unsere Tour weiter. Barbie, Joe Biden, Harkinian, Frisk, Charlie Brown, Popeye. Popeye träumt auch. Da wollen wir natürlich auch einen Blick riskieren. Jemand, der träumt von Spinat. Achso, das haben wir schon oft mit der Solarzelle. So viel Sonnenlicht ist hier gar nicht. A. B.
Wo warst du denn den ganzen Monat über? Eben Bild von Let's Play Markus. Ja, neue Spiele, weißt du, die Let's Plays haben Vorrang, was soll ich sagen? Was willst du hören, Poppy? Okay, kann ich Popper in eine Band stecken? Dann wollen wir mal überprüfen. Tja, da nicht, da auch nicht, das auch nicht. Boah. Nirgendwo, höchstens in Rock. Hat Poppy vielleicht eine Phrase? Da fällt mir jetzt auch nichts ein, ne? Popeye Phrase. I am what I am, that's all that I am. Das sagt er immer, das wird überall angezeigt. I am what I am. Aber ich mach's einfacher. Ich spiele auf den Spinat an. Ja, kein Platz, ne? Spinat macht stark. Oh, haben wir irgendwas, wo er den Arm so zeigt und seine Muskeln präsentiert? Gibt es noch vergleichbare Geste irgendwo? Ja, doch, doch. Näher dran kommen wir nicht. Spinat macht stark. Na bitte. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Spieluhr. Passt, würde ich sagen. Na, gut gelaufen. Nina, Tanzverbot und Donkey Kong, Carmen Geist, ungespielt und Garfield. Emma Watson is in love mit Whisper. Deswegen ist er nicht zu Hause. Cooking Mama wird belästigt von Misty. Colonel Sanders macht was fürs Tun und Saul Goodman hört Musik. Barbara Salech läuft einsam rund, keine Einrichtung. Knossi ist hier. Mark Forster ist hier. Hat er ein Problem? Kumatora, Vergnügungspark, Krunk, Domian, Otto. Sailor Moon, der Held der Steine, 9 Volt, Karin Ritter, Meliodas, Luxeck Link. Ja, der kriegt noch eine Nintendo-Einrichtung in den Kommentaren stand. Mach das und das. Nein, die Nintendo-Einrichtung, da warte ich drauf. Megumin hat noch keine Einrichtung. Dieter Bohlen träumt. Wovon träumt er nachts? Wissen wir nicht. Wir gucken aber, was er tagsüber träumt. Warte. Eine Grapefruit. Klassisch. Ha. Wer schon immer wissen wollte, was Dieter Bohlen heutzutage so macht. Gut. Warte. Habt ihr's. Ah. I am what I am, that's all I am. 3 Monate nicht gesehen, im Bild von Let's Play Markus. Das höre ich ja gar nicht gerne. War bestimmt keine Absicht, dich die ganze Zeit zu dodgen. So eine Ahnung, wie schwer das ist, dich die ganze Zeit zu umgehen? Okay. Dieter. Ich hab gesagt, es wird ein langfristiges Projekt, Dieter. Lady Dimitrescu. Ich weiß, mit wem die zusammen ist. Aber mit den ganzen Einrichtungen wirkt das schon sehr hochwertig. Und im Winterfell geht's auch ab, ja? Kaum bin ich da, ändert ihr alles. Ja, das muss auf jeden Fall, ne? Die Elsa kriegt die Eiseinrichtung. Ist zwar nah dran, aber passt besser. Machen wir so. Lange nicht gesehen. Wo warst du denn die ganze Zeit? Nee, das schafft die nicht, ne? So viel kann ich nicht essen. Na, das ist schon ziemlich viel, wirklich, das Essen. Gucken wir doch mal hier in der zweiten Reihe. Wer sagt nein zu einem Kartoffelpüree? Kartoffelstampf, Kartoffelpüree. Alles. Alles, wie es ist. Ja, du, nee, das Eis ist absolut, das ist dein Ding. Nicht Schnee, Eis. Danke für die neue Einrichtung. Ich finde sie wirklich gut. Finde ich auch, das gucken wir uns jetzt mal an. Übrigens. Kann ich halt gebrauchen für den kommenden Sommer. Sieht doch gut aus. Der Sommer hat schon begonnen, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ich werde pfleglich damit umgehen. Das ist ja wohl das Mindeste.
Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Steht kurz vorm Level up. Kann ich dich ja nicht streicheln? Ja, du hast da was. Du hast da Brotkrümel im Gesicht. Mach das Ding weg. Da nicht für. So, bitteschön. Vielen Dank. Oder reicht das fürs Level Up? Okay, lass mal sehen. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Höchstens die Ballade. Aber warum funktioniert das mit dem Streicheln manchmal nicht, dass man da so ein bisschen was dafür bekommt? So, jemand anderes kann das Eis nicht gebrauchen. Ich habe es ja direkt zweimal gekauft. Monde, Buddy, Inkling, Drachenlord. Waren die zusammen? Mit wem ist Inkling eigentlich gerade zusammen? Mit Bob Ross hat es ja nicht funktioniert. Niemand, ne, oder? Semvoltali, das macht aber auch Sinn, nicht das Eis, sondern den Schnee zu nehmen. Nisa voll auf die Schnauze gefallen. Bei Sans wird es vielleicht auch sogar ein bisschen Sinn machen, weil die ja in diesem Ding wohnen. Snowden heißt die Stadt. Lange nicht gesehen. Ja, du verstehst auch so sicher. Level 10 ist er. Was hast du auf dem Herzen? Ich brauche einen neuen Hut. Kauf dir die Fischmütze, wenn du so weitermachst. Würde ich halt wirklich machen, wenn die nicht die ganze Zeit damit nerven würden, wisst ihr? Magst du etwas spielen? Joker, ja, spielen wir. So zieht man den Joker ab. Batman, hast du gut aufgepasst? Mhm. Rubin-Anhänger. Arbeiten wir doch ein paar Probleme ab. Misa Amane. Ich liebe Kira. Weiß ich doch. Ich möchte gern ein Bad nehmen. Das kriegen wir hin. Oder mal keins. Badeset 0. Dann kann ich dir nicht helfen. Wo soll ich das jetzt hernehmen? Woher nehmen und nicht stehlen? Dann stopfe ich dir halt nur einen Cheeseburger in den Rachen, ne? Keine Angst, wenn ich ein Badeset habe, ich werde dich garantiert vergessen. Eigentlich so eine kleine Bitte und trotzdem konnte ich ihr den Gefallen nicht tun. Es tut mir leid. Wir haben uns den ganzen Monat nicht gesehen, im Bild vom letzten Markus. Übrigens habe ich auch elegant meinen Geburtstag dodgen können. Weil das Datum des Aufnahme 3DS hier nicht übereinstimmt mit dem Real-Life-Datum. Und deswegen habe ich es leider nicht so richtig hinbekommen. Metal. Ah, hat er schon. Ja, dann nicht. Was willst du denn haben? Eine Wii U. Das South Park ist so alt, ne? Es gibt Folgen, wo sich Cartman die brandneue Konsole wünscht. Das Sega Dreamcast. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Ne? Oder auch hier Black Friday. Mit PS4 und Xbox One war das, als sie rauskamen. Also es gibt fast zu jeder. Lange nicht gesehen. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ja, zu jeder Konsole ist ein bisschen hart. Es gibt auch eine PSP-Folge mit Cartman und so. Ich würde Misty gern ausführen. Aber wohin nur? Ja, ihr seid ja zusammen und ihr geht jetzt mal zusammen in den Vergnügungspark. Gute Idee. Ich mache mich fertig und breche dann sofort dahin auf. Ein bisschen Spaß.
So, Billie Eilish. Ich hoffe, du hast es nicht eilig. Tanze Samba mit mir. Es geht los. Huch, das hing ja an einem Faden. Ruhig. Nächstes Mal aber wirklich. Ups, schade. Nur noch einmal, verstanden? Es geht los. 3, 2, 1. Nächstes Mal aber wirklich. Nur zwischen uns beiden. Ich frage mich. Schade. Hey, es ist nichts. Es ist zum... Ich bin... Also, Mann! So eine Scheiße! Was stand in den Kommentaren von wegen... Ja, im letzten Let's Play hast du auch immer erst reingeschissen. Ja. Am Ende konntest du es. Ich kann's! Ich kann's, Mann! Dass Misa und ich uns... Ich will das gerade nochmal. Gib mir wieder ein Spiel. Lass uns etwas spielen. Ebenbild von Let's Play Markus. Ich bin auch mit dem Touchpen genau drauf. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Das sind einige Nudeln mit Pesto. Was war das andere, diese Nüsse? Das ist ein Holz. Das ist Joker. Joker, Holzlöffel. Das ist Joker. Das ist ein Paar. Susanne Daubner. Das ist ein Paar. Das ist Das sind einige Nudeln mit Pesto. Das ist ein Paar. Das sind das ist Mann, ein Paar. Dieses also. Das ist Dass die das mich so fuchsig machen wollen, ne? Dass sie da so, keine Ahnung, reden und verzögern, das juckt mich alles nicht. Aber trotzdem verpasse ich den Augenblick, wo man da tippen muss. Macht mich verrückt. Ein Kristall. So, da schiebt dir mal was dazwischen. Magst du nicht? Ich möchte etwas Neues zum... Gibt's nicht. Rainer! Herr Winkler! Unglaublich, dass du einen ganzen Monat lang nicht hier warst. Unglaublich guter Geschmack. Nicht so, aber es reicht. Okay, welches Lied hast du schon? Natürlich hast du Metal. Achso, der hat ja eins gesungen schon. Ballade wäre noch schön. Ah, auch Musical Techno, also du brauchst noch mehr. Ich würde gern niesen, aber es geht irgendwie nicht. Na, kann ich helfen. Wie ging das doch gleich? Ih, Mann, voll in die Fresse. Warum stehe ich dir eigentlich gegenüber? Also langsam anfangen und dann immer schneller werden. Danke. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Kannst du nicht wieder gut machen. Ein Badeset. Da schließt sich ein Kreis, würde ich sagen. War doch mieser, oder? Guten Tag. Hast du dein Anliegen noch? Eine beste Freundin. Ja, jetzt, wenn die das Anliegen nicht mehr hat, dann mach ich's auch nicht. Oder wer war das? Hat sich einfach erledigt, ne? Es hat sich einfach erledigt. Samuel Jackson. Tarantino rockt. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Ja, wirklich wenig Anliegen zurzeit. Machen wir doch Susanne Daubner. Aber je mehr Anliegen wir lösen, desto schneller geht's voran. Wir haben uns seit einer Woche nicht Wie gesagt, es gibt Tomodachi Life Speedruns. Definiere das, das Spiel durchzuspielen mit innerhalb von 5 Minuten oder was. Heiraten, Kinder kriegen, dann kommen ja die Credits. Also wir haben ein Ziel im Spiel.
Aber die kommen ja nicht so richtig zu Potte. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Also, und deswegen gehe ich davon aus, ich muss Probleme lösen. Wobei es halt zufällig ist, wenn da mal ein Herz erscheint oder so. Je mehr Paare, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind bei rausspringt. Keine Ahnung, wie das passieren kann, ne? Wie das möglich ist. Kann ich nicht beantworten. Ich habe Yoshi's Island gespielt. Lang nicht von dir gehört, ebenbild von Let's Play Markus. Hilft das weiter? Was ist dein Problem, Barbara? Wie schläft man deiner Meinung nach am besten? Auf dem Rücken, auf der Seite, auf dem Bauch, im Sitzen? Also, ich, Freunde, ich schlafe meistens auf der Seite ein und wach immer auf dem Rücken auf. Auf dem Rücken entspannt es sich wirklich am besten. Ich hatte eine Zeit lang, da konnte ich nur auf dem Bauch einschlafen. Also mit der Hand zur Seite und so. Eigentlich meinem Ebenbild. Aber das scheint, habe ich mir abgewöhnt, ne? Irgendwie. Alge. Dem kann ich nichts hinzufügen. Oh ja, Knossi, ich brauche dich für einen Song. Das ist schon mal Fakt. Was ist dein Problem? Und, wie läuft es in letzter Zeit so bei dir? Ist dein Leben spannend? Hauptsache, dein Alltag wird dir nicht langweilig. Nee. Von Langeweile hat keiner geredet. Also zwischen Spannung und Langeweile ist es eine große Kluft, mein Freund. Musical auf jeden Fall. Musical. Ja, zu denen werden wir noch kommen, ne? Zu den ganzen Songs. Aber ich will da aus den Vollen schöpfen können. Hunger! Danke. Jetzt ist der Schluck auf weg. Nie drauf geachtet, aber ihr habt's gesagt. Mit diesem komischen Geräusch, das wie Katzenmiauen klingen würde. Nie drauf geachtet, dass es Miau Miau sein soll. Vielleicht klingt's nur ähnlich. Da geht's immer um Hunger. Guck, Problem gelöst. Ich helfe Karen Ritter doch gerne. Machen wir noch den Otto Walkes. Ah, ich bin echt am Ende. Krank oder was? Ich bin erkältet. Da haben wir Hustensaft. Als wäre Hustensaft ein Eilheilmittel, aber ihr seht's, hier scheint's ja auch so zu sein. Ich glaube, mein Fieber ist gesunken. Richtig! Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Haben wir heute also unsere Reisende mehr oder weniger verabschiedet, ein paar gute Einrichtungen verteilt und zwei neue Bewohner gefeiert. Ansonsten war tatsächlich nicht die Welt los, das stimmt. Aber umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir im nächsten Part mal wieder ein Herzchen haben. Und wer weiß, wann es soweit ist mit Nachwuchs. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Danke fürs Ansehen und bis dann und ciao.